It's black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute machen wir weiter mit der nächsten Episode von den Black Panthers. In der letzten Episode haben wir uns ja souverän und durch Last-Minute-Treffer den Superpokal geholt. Heute starten wir dann rein mit dem Spiel gegen Bielefeld davor. Aber ich hatte ja gefragt, was für Linksverteidiger sich jemand wünscht. Da kann ich so ganz viel rüber, hat mich ein bisschen, das heißt enttäuscht, aber fand ich ein bisschen schade, es kam nicht so ganz viel rüber. Einziger Kommentar, den ich rausgefischt habe, war Marco Krujic. Ist zwar auch kein Links. Muss ich den erstmal finden. Schreibt man den denn mit? Ist zwar kein Linksverteidiger, ist aber ein guter Backup, glaube ich, an der Stelle. Den können wir aber noch nicht scouten, das ist das ganze Problem dahinter. Genau, und dann, ohne jetzt lange rumzulabern, gehen wir rein ins erste Spiel gegen Arminia Bielefeld. Und natürlich wird dieses Saisonspiel selber gezockt, vor allem, weil es ja der erste Spieltag ist. Arminia Bielefeld ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Aufsteiger. Und natürlich werden wir das dann auch selber spielen, wenn wir dazu die Chance haben. Und bin sehr gespannt auf die Männer von der Arminia. Und dann gucken wir uns gleich die Aufstellung an. Da die Mannschaft von Arminia Bielefeld haben was sich geholt. Das ist schon ein sehr guter Transfer. Urzi kennt man ja. Gut, Wimmer aus dem echten Leben. Sonst hat sich schon ein bisschen was geändert. Aber diese Arminia-Mannschaft wird gegebenenfalls wahrscheinlich auch gegen den Abstieg kämpfen. Wir müssen aber auch was reintun, dass unsere Elf total unverändert im Gegensatz zum Spiel gegen Dortmund im Pokal. Also auch Reedon erstmal auf der Bank. Der soll dann wieder die Magie vielleicht von draußen bringen. Vielleicht brauchen wir die aber auch gar nicht. Und dann geht's rein. In Bielefeld ist ja die Kameraansicht ein bisschen anders. Von links nach rechts. Bielefeld und wir von rechts nach links. Boah, da kriegen sie viel Platz. Erste Möglichkeit hat hier Bielefeld. Wir nochmal in der Wiederholung. Den muss Navas auch rausholen, sonst wäre er drin gewesen. Okafor, der ist drin. 1:0. Mal wieder ist es nur Okafor. Die Führung so ein bisschen aus dem Nichts. Und dann gehen wir hier in Führung. Ja, ich habe gar nicht mehr kommentiert, weil ich dachte, der Ball ist weg. Und dann Cardoza spielt ihn nochmal gut rein. Und Okafor macht das dann wunderbar aus der Drehung. Klasse Tor. Was? Alter, früher angefallen. Das könnte brenzlig werden für uns. Was? Und der ist drin. Ausgleich für Bielefeld nach dem Freistoß. Durch was? Hier sieht man es nochmal in der Wiederholung. Jetzt hat die Kamera auch umgeschaltet und ja, hier kommt nicht mehr dran. Fehlen ihm ein paar Zentimeter, dem Navas. Unentschieden. Gut gespielt, das Okafor. Wie kann er den denn nicht reinmachen? Campino hätte im Tor nichts mehr machen können. Riesenchance. Auf die Führung wieder. Zur Halbzeit steht es 1:1 unentschieden. Ist an sich auch komplett verdient, dass es hier unentschieden steht. Bielefeld hat aus meiner Sicht sogar ein bisschen mehr vom Spiel. Sieht man ja auch an den Pässen. Darum eindeutig klar, wer hier klar besser ist. So, wir wechseln das erste Mal aus. Ich nehme
und auch Bielefeld wechselt, aber wir nehmen drei Spieler runter, die maßlos enttäuscht haben aus meiner Sicht. Andrade, Kone und Cardoso raus, Regan, Grealish und Tegia kommen dafür. Damit es vielleicht noch für einen Sieg reicht, ich sehe es auch nicht so. Guter Ball für Burkhardt. Johnny Burkhardt, 2:1 für die Black Panther. Mr. Pokal kann auch Bundesliga. Klasse gespielt, dann ist Burkhardt frei und das Tempo hat er mittlerweile, das Lauf-Duell zu gewinnen und dann überlegt ins lange Eck. Wieder die Führung für uns. Reden! Gute Möglichkeit. Und Zeit für uns. Das jetzt runter zu spielen. Burkhardt an die Eckfahne. Grealish, warum nicht? Und damit ist es eingetütet. 2:1 gewinnen wir den Liga-Auftakt gegen Bielefeld. Ganz wichtige 3 Punkte zum Auftakt. Und das war ein ganz schwieriges Spiel, was wir am Ende gut gemeistert haben. Ja, das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg, den wir hier eigentlich mit haben, weil nächstes Spiel ist halt gegen Frankfurt. Das ist dann schon mal ein Gegner auf einem anderen Kaliber. Ich gucke jetzt nochmal, bevor wir Richtung Frankfurt. Nein, bisher ist immer noch nichts terminiert wegen Euroleague oder sowas. Bis Frankfurt simulieren wir noch. Da ist jetzt nichts Besonderes. Und dann simulieren wir das weg gegen die Eintracht aus Frankfurt. Gewinnen wir 1:0. Yilmaz mit dem entscheidenden Tor. Also 6 Punkte nach 2 Spieltagen. Das lässt sich schon sehen. Also vielleicht so ein ähnlicher Start, so ein ähnlich guter Start wie in der letzten Saison. Ja, das sieht schon sehr schön aus von der Tabelle her. Nachdem der Rest dann auch seine Spiel gemacht hat, sind wir jetzt nur noch Dritter in der Liga. Aber kann man mit rechnen. Und wir spielen jetzt gegen Hannover, gegen den Tabellenletzten. Und die Schnellen simulieren das auch und verlieren 2:1 gegen Hannover. Ernst und Stolze machen die Tore für Hannover, Okafor nur für uns. Das ist schon mal ein erster Dämpfer für uns. Und Mainz hat hier Fernando gekauft. Ich glaube, das ist der Fernando. Halleluja, was Mainz eingekauft hat. Also wir sind ja schon 3 für Deftland Day. Ihr seht, wie viel die Leute hier geholt haben. Da sind wir noch relativ wenig. 4 Neuzugänge, 4 Abgänge. Dortmund hat 221 Millionen Abgänge. Hilfe. Also sehr gespannt. Ortega und Oxlade-Chamberlain spielen jetzt einfach bei Augsburg. Klar, warum nicht? Mal gucken, was wir noch machen. Ich bin mir noch nicht wirklich sicher. Vielleicht verkauft sich ja der ein oder andere noch. Und damit haben wir unseren 5. Neuzugang. Er heißt Valery Massipov aus Russland. 21 Jahre jung. 73er Gesamtstärke. 3,9 Millionen hat er gekostet. Ist unser neuer Backup-Linksverteidiger und wird das auch übernehmen. Willi geht dafür auf, Holzer geht dafür runter. Und dann haben wir da immer ein Backup, falls was ist. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, erstmal keinen 8er bzw. 6er irgendwie zu holen. Ich werde da jetzt nochmal scouten lassen. Das heißt, wir werden jetzt einfach die restliche Zeit runter simulieren. Das Angebot geht sowieso nicht mehr durch. Ihr seht ja, was andere Vereine ausgegeben haben. Und dann seht ihr auch nochmal die Top. Der geht auch nicht mehr durch. Und ich will die auch sowieso nicht verkaufen. Und dann seht ihr auch nochmal die Top-Transfers. Skriniar zu Arsenal, Laporte zu Barca und Sanchez von Gladbach zu Inter Mailand. Damit hätte sich das dann auch, die Transferphase ist vorbei und wir haben noch ein bisschen Geld auch übrig, nämlich 8,12 Millionen und da wird jetzt auf jeden Fall geguckt, dass wir die dann im Winter ausgeben werden für einen Backup 6er bzw. Backup 8er, gucken wir mal dann und ja. Das ist dann der Plan dann für den Winter, aber jetzt geht's erstmal weiter. Meine lieben Freunde,
Bevor wir reinstarten ins nächste Spiel, zeige ich euch mal kurz unsere Europa League Gruppe mit dem RSC Anderlecht, PAOK Saloniki und Brøndby. Also wir haben dafür, dass wir jetzt eine rein theoretisch eigentlich in einem niedrigen Topf sind, eigentlich nicht so eine schlechte Gruppe bekommen. Man kann auf jeden Fall weiterkommen. Das Ziel ist es, Minimum europäisch zu bleiben. Also Conference League wäre schon schön, wenn wir das erreichen. Minimum, also dritter Platz. Wäre natürlich auch mal schön, wenn wir natürlich auch weiterkommen über die Gruppe. Und das erste Spiel ist direkt nach dem Wolfsburg-Spiel. Darum wird das Wolfsburg-Spiel auch nur simuliert. Wir gucken mal. Wir spielen 0-0 unentschieden. Andrade verschießt leider einen Elfmeter. Aber gegen Wolfsburg ein Unentschieden zu holen, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also zumindest gegen das Wolfsburg hier in der Karriere. In echt wäre das eine nicht so gute Leistung. Da hätte man Mödelmann am liebsten gewinnen. Aber trotzdem, für uns wäre es trotzdem nicht durch. Gündoğdu beschwert sich, dass er ausgewechselt worden ist. Das ist jetzt erstmal alles relativ, weil jetzt geht es in das Spiel gegen den RSC Anderlecht. Und jetzt geht's gleich los mit der Vorpremiere, mit der Premiere in der Europa League für unser Team. Zum allerersten Mal dabei. Ja, und was ist besser, wenn man das erste Mal dabei ist und dann direkt im eigenen Stadion spielen kann? Im Pentastorm. Und wir treffen gegen den RSC auf RSC Anderlecht. Eine Mannschaft aus Belgien, die auf jeden Fall schon die stärkste, eine der stärkeren Mannschaften in Belgien ist. Nicht die stärkste, ich glaube, da bist mit Brügge ist da noch eine stärkere dabei. Aber ja, auch auf eine gute Jugendarbeit setzt. Jetzt hören wir kurz rein in die Europa League-Hymne. Im Hintergrund You Never Walk Alone und dann sehen wir die Aufstellung von unserer Mannschaft. Wie immer im 4-4-2. Und wie immer wollen wir hier das Ding erstmal ein bisschen in Ruhe angehen. Wollen erstmal gucken, was Anderlecht anzubieten hat. Und Anderlecht tritt mit dieser Mannschaft aus. Paar Namen sagen mir was. Rahman kennt man auch aus der Bundesliga, beim S04 gewesen und auch bei Düsseldorf meines Wissens. Den kennt man auch so ein bisschen aus der Bundesliga. Aber ja, wir gucken mal, was die so zum Anbieten haben und gehen rein in die Partie. Unser erstes Europa League Spiel von links nach rechts. Gut gespielt, sehr gut gespielt. Andrade, 1-0. Nach nicht mal einer Viertelstunde gehen wir in Führung mit 1-0. Andrade macht, der Mann hat nicht den Torriecher der letzten Saison vergessen. Klasse gespielt, perfekt getimed. Und er muss das alleine machen, weil Okafor ins Abseits gelaufen ist. 1-0. So kann man mal reinstarten. Für ihn ja auch sein erstes Europa League Spiel. Burkhard Guendouzi, der Pfosten rettet für Anderlecht. Andrade, Guendouzi legt den noch mal rüber. Okafor. Also Chancen haben wir auf jeden Fall höher zu führen. Aber den hält der auch sehr gut. Cardosas Ecke, Vitão steigt am höchsten. Der Kapitän mit dem 2-0. Die Ecke ist aber auch sehr stark und dann ja, er stützt sich ein bisschen auf, aber das kann man gelten lassen. Vitão macht das 2-0. Steigt da höher als seine zwei Gegner und köpft ein.
Zur Halbzeit steht es 2-0. Das ist auch mega verdient, muss man dazu sagen. Also sieht ja selber, Anderlecht macht nichts nach vorne, fast gar nichts. Das heißt, machen gar nichts nach vorne. Navas hat bisher eine sehr ruhige Partie und bei uns hätte schon höher stehen können, aber Kompany, übrigens habe ich komplett vergessen, dass der Kompany der Trainer von Anderlecht ist. Kompany und seine Truppe sind noch nicht wirklich wach und das kann gerne so bleiben. Und wir müssen jetzt einfach nur das Dritte nachlegen, dann ist die Partie entschieden. Boah, das ist eine Riesenchance. Das ist es wieder gewesen. Der Computer macht eigentlich die ganze Zeit nichts und dann ist ein Schuss und dann ist er wieder drin. Burkhardt, klasse! Aber nicht gut genug. Die Schusstäuschung war überragend und dann eine gute Tat vom Keeper von Anderlecht. So, und wir wechseln jetzt dreifach. Die Sean Whedon kommt für Burkhardt, Tegia kommt für Cardoza und Gredish kommt für Kone. Das waren die Spieler, die jetzt am meisten Platz sind. Und man darf ja nicht vergessen, wir spielen ja am Wochenende dann wieder gegen den VfB Stuttgart. Gut gespielt. Whedon. Hat das Auge für Tegia und dann steht es 3-0. Der eingewechselte Cedric Tegia mit dem 3-0. Whedon macht das klasse und Tegia dann in den keine Chance, da noch irgendwas zu machen. 3-0. Gut gespielt. Sehr gut gespielt. Okafor 4-0. Nächstes Tor. Das ist hier eine richtige Klatsche für den RSC Anderlecht. Er ist super gespielt und dann jemals tödliche Flanken und dann ist da Okafor da und setzt sich durch. 4-0. Also ich hätte vor dem Spiel auch nicht damit gerechnet. Und damit ist es vorbei. Wir gewinnen 4-0 gegen den RSC Anderlecht. Lassen den überhaupt keine Chance und gewinnen damit auch unser allererstes Europa League Spiel. Souverän. Also das war schon mal ein sehr, sehr guter Start in diese Europa-League-Saison. Ja, also da kann man auf jeden Fall nochmal sagen, ganz, ganz stark gespielt von uns in dieser in diesem Europa-League-Auftaktspiel. Kühn meldet sich gerade zu Wort. Ich hoffe in letzter Zeit gute Form, fühle mich gut. Ja, der Mann ist da, weil ich ihn liebe. So, gegen den VfB Stuttgart habe ich überlegt, ob ich selber spiele. Werde das aber nicht tun. Gegen den VfB Stuttgart wird simuliert. Die sind zwar Vierter in der Liga. Von der Kondition her sieht das sogar richtig gut aus bei unseren Spielern. Und wir gewinnen 4-2. Burkhardt, Whedon, Okafor macht sogar einen Doppelpack. Also sehr stark. Stuttgart hat hier Raspadori verpflichtet. Das ist auch mal was, aber wir gewinnen hier 4-2. Das war auf jeden Fall für die neutralen Zuschauer ein super Spiel, für die Black Panthers Zuschauer auch ein super Spiel, für die Stuttgarter Zuschauer nicht. Und damit sind wir wieder Vierter in der Liga. Also das sieht so richtig gut aus. Dortmund im Moment auf Platz 1 mit 11 Punkten, also nur ein Punkt von der Spitze entfernt. Gegen Hoffenheim steht der nächste Gegner auf dem Spiel. Die sind im Moment 14. Wir haben ein Heimspiel, aber Hoffenheim darf man halt nie unterschätzen. Ja, 0-0 kann man auf jeden Fall mit leben. Das ist schon das zweite Spiel, was torlos endet für uns in dieser Episode. Und jetzt geht's wieder rein in die Europa League. So, und dann nehme ich euch gleich mal mit in den monatlichen Update, denn wir haben uns nämlich entschieden, unseren Scout nochmal nach Brasilien zu schicken. Der ist aber nicht gut. Der sieht richtig gut aus. Gerade mal 15 Jahre alt, 950. Ganz starker Spieler. Der ist auch nichts. Der ist 16. Ich würde ihn mir aber erstmal nochmal angucken. Er ist halt ein Keeper. Dann gucken wir uns den erstmal nochmal an.
Die, das simulieren wir jetzt einfach weg. Es ist natürlich auch ein Gegner, der nicht einfach ist, aber das simulieren wir jetzt erstmal. Hoffen, dass wir da gewinnen. 4 zu 1. Manu Kone, Okafor, Burkhardt mit einem Doppelpack. Klarer Sieg für uns. Das läuft doch richtig gut in der Europa League. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass wir gleich direkt 2 Siegen einstarten. Jetzt geht's gegen Mainz. Und genau das wollte ich nämlich sagen. Das wollte ich nämlich noch sehen. Das möchte ich gerne selber spielen. Gegen den FSV Mainz 05. Wird aber nicht selber gespielt, da wir das Pokalspiel gerne selber spielen würden. Das hätte ich sonst selber gespielt, aber so nicht. Das schnell simulieren wir gegen Mainz. Gibt es ein 2 zu 2 und Burkhardt vergibt in der 90. Minute einen Elfmeter. Kone und Oka vortreffen. Also im Moment sind wir wieder die Unentschiedenkönige. Das nächste Spiel ist gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Tabellenletzter, aber das hat ja nichts zu sagen. Wir haben ja auch gegen den Tabellenletzten aus Hannover schon verloren. Darum, ja, hier ein gewisses 0 zu 0. Das ist unser drittes in dieser Episode jetzt schon. 0 zu 0, also wie gesagt, unentschieden. Reihen wir im Moment gerade aneinander. Aber wir können jetzt mal kurz uns angucken. 0 zu 0 gegen hier und 3 Unentschieden hintereinander. Ist insgesamt 4 in den letzten 5 Spielen. In der Bundesliga. Das ist nicht so gut. Der beschwert sich. Na gut. Genau, das ist nicht so viel. Müssen wir da auf jeden Fall was ändern. Jetzt geht's gegen Paok Saloniki. So, noch Paok Saloniki wird schnell simuliert. Die haben zwar auch 6 Punkte nach 3 Spielen. Nach 2 Spielen. Wie wir, aber das wird schnell simuliert. Und wir gewinnen 1 zu 0 durch Noah Okafor in der 90. Minute. Nach den Schüssen, nach der Statistiken ausgesucht, waren wir auch klar die bessere Mannschaft. Aber natürlich ein wichtiger Sieg. 9 Punkte, alle Hinspiele gewonnen. Das ist schon sehr, sehr stark. Und jetzt geht es nämlich in die Freiburger Wochen. Willi ist fertig mit seinem Entwicklungsplan. Okay. Jetzt geht es in die Freiburger Wochen. Einmal das Bundesligaspiel gegen Freiburg, was wir verlieren. 2 zu 1 nach eigener Fehldemirovic. Kontert Andrade zweimal. Ja, in der Bundesliga läuft es noch nicht wirklich gut. Das ist ein bisschen blöd, aber okay. Vielleicht im Pokal können wir uns dann vielleicht rächen an den Freiburgern. DFB-Pokal gegen Freiburg in Freiburg. Wir wollen Freiburg diesmal ein bisschen bezahlen lassen, dass wir gegen sie verloren haben in der Bundesliga. Müssen aber auf den einen oder anderen verzichten. Das seht ihr gleich, wer es ist. Ihr seht es ja schon an Holzer. Der spielt nämlich heute, weil einer aus der Innenverteidigung halt überhaupt keine Rückerwartung. Auch Rieden spielt von Anfang an. Mal gucken, was es bringt. Mr. Pokal ist auf jeden Fall da. Und hier sehen wir die Aufstellung der Freiburger. Da hat sich das eine oder andere verändert. Den einen oder anderen kennt man aber auf jeden Fall noch von der jetzigen Mannschaft. Ich spiele im 4-4-2 mit zwei Sechsern. Wird auf jeden Fall interessant werden, weil wir ja, wie gesagt, nicht mit der vollen Kapelle spielen. Hier sitzt Sommer, Holzer, Rieden. Die sind reingerückt in die Aufstellung. Pembele, Vitão, beide nicht wirklich fit. Geht genauso wie für Andrade, darum Whedon stürmt. Der Rest spielt ist relativ fit. Also manche sind gut fit, manche nicht. Aber wir werden sehen, wen wir dann auswechseln müssen, vielleicht sogar. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir nicht in die Verlängerung müssen, weil das wäre ein Knockout. Am besten gleich in der regulären Spielzeit das Ding entscheiden. Reden, das sieht doch schon mal gut aus. Reden, Reden! Und der scheitert an Silvestri. Erste Möglichkeit, dann nicht mal 4 Minuten haben wir. Cardosa. Cardosa, Okafor! Wenn du siehst, der drin, nein, ist er nicht! Den schiebt er ganz knapp am Tor vorbei. Flanke. Burkhardt 1 zu 0. Da ist er wieder.
Der Mr. Pokal. Der Johnny Burkhardt. 1-0 nach 11 Minuten, aber Freiburg hat es uns auch angeboten. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Kone über die Außen auf Cardosa und der steckt eine super Flanke rein. Und Burkhardt muss da nur den Schädel hinhalten. Und schon Shepherds. Stark gespielt, ganz stark gespielt. Guendouzi, 2-0. Das 2-0 macht der Franzose Matteo Guendouzi, unser bester Spieler, wenn man vom Gesamtrating her geht. Aber da wird auch gut durchgespielt. 2-0. Es läuft alles nach Plan. Zur Halbzeit steht 2-0 für uns. Das ist auch klar verdient. Freiburg macht nichts. Bis hierhin nichts Gefährliches. Wir könnten ja schon höher führen. Wir hatten die Chancen dadurch. Hatten Chancen genug. Ja, und wenn das so weitergeht, sagen wir mal so, ein Tor oder zwei Tore noch, dann kann man das Ganze auch schnell simulieren. Wir müssen auf jeden Fall in der Halbzeit wechseln. Ich habe schon auf die Spieler geguckt. Da ist der ein oder andere, der nicht mehr viel Energie mehr hat. So, wir haben zur Halbzeit ausgewechselt. Also Guendouzi raus, Guedes rein und Vitao ist gekommen für Nianzou. Weil der war nämlich auch platt. Dann haben die alle nur beide eine Halbzeit hoffentlich drin und dann passt das. Ich hoffe nicht, dass wir uns das jetzt noch wegnehmen lassen. Gut gespielt. Einmal rundherum. Okafor. 3-0. Und ja, ich würde sagen, das ist die Entscheidung. Wir werden das Spiel jetzt fertig simulieren. Zum Endergebnis vorsimulieren. Kone hat sich irgendwie verletzt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Bleibt beim 3-0. Für uns, ich hoffe, dass Kone jetzt nicht länger ausfällt. Das wäre nämlich schon ein bisschen bitter. Wir gucken mal nach. 4 Wochen, einen ganzen Monat. Das ist natürlich sehr bitter, dass der uns da jetzt wegfällt. Ist 15. in der Liga. Normalerweise bin ich da eigentlich der Meinung, das sollte man gewinnen. Wir spielen 2-2 unentschieden. Sommer ist vom Platz geflogen. Ich habe vergessen, den rauszunehmen. Vielleicht hat es auch daran gehangen. Hab komplett vergessen, Pembele da wieder in die Startformation reinzutun. Bis hierhin zeigt sich die Dreifachbelastung auf jeden Fall. Jetzt auf jeden Fall wieder mit der Top 11. Außer natürlich Kone, der ja verletzt ist gegen Paroxaloniki. Und wir gewinnen 3-1. Okafor, Reden und Guendouzi machen die Treffer. Damit haben wir 12 Punkte, damit müssten wir durch sein. Gegen Gladbach wird das alles andere als einfach werden, 3 Punkte zu holen an dem 11. Spieltag. Im Hintergrund die 11 vom Niederrhein. Und der Ball ist weiß und der Platz ist weiß. Wenigstens sind die Linien in Farben. Wenigstens was. Dann kommt die Aufstellung. Sommer am Tor, Bravo und Digger, Burns, Scully, Scooten und Kramer, Wolf, Ndese, Lozano und Vinage. Also hat schon was getan bei den Gladbachern. Glaube ich sehr, sehr viel. Lozano vor allem. Das wird interessant zu werden, wie jemals den verteidigen kann. Dass unsere Aufstellung Navas dann jemals Nianzou, Vitao, Pembele, Cardosa, Guedes, Guendouzi, Okafor und Andrade und Burkhardt im Sturm. Ja, Kone kann leider gegen seinen Ex-Verein nicht spielen. Das ist echt schade. Quedisch muss ihn da ersetzen. Aber er hat es anscheinend gut gemacht bis hierhin. Und rein geht's. Aber man kann zum Glück den Ball erkennen. Na was, schon wieder. Gladbach drückt uns da jetzt ein bisschen hinten rein. Ja, der geht drüber und zur Halbzeit steht 0-0. Ist auch verdient, kann man ganz ehrlich sagen. Da wäre mal Platz, da wäre mal Platz. Burkhardt läuft, Burkhardt läuft, Burkhardt läuft, Burkhardt nicht drin, es gibt es nicht. Sommer holt den raus.
Jetzt nächste Chance. Diesmal Andrade, 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 Andrade. 1:0 in Gladbach. Andrade trifft. In der 53. Minute gehen wir in Führung. Ganz, ganz wichtig. Schön unten ins linke Eck. Sommer kommt da nicht mehr hin. Unser Sturm ist noch nicht wirklich aufgeräumt diese Saison. Und wir wechseln das erste Mal. Auch Gladbach wechselt. Miranchuk kommt bei Gladbach und wir wechseln Reden und Pizarro ein. Okafor und Andrade ging raus. Okafor ist einfach platt. Sonst würde ich den nicht auswechseln, aber der hat einfach zu viele Spiele jetzt in den Knochen und braucht auch mal eine Pause. Guter Ball für Reden. Er kann ihn jetzt mitnehmen. Reden, Reden. Schön abgestoppt, Reden. 2:0. Die Sean Reden eingewechselt. Und direkt das Tor. Im zweiten Anlauf, kann man so sagen. Sehr schön, da bleibt das. Macht das super. Wartet ab, was der Verteidiger macht. Und dann ins lange Eck. Wunderschön. Das 2:0 für uns in Gladbach. Auch mal wichtig, dass wir mal wieder 3 Punkte vielleicht holen. Aber so wird es ein 2:0 für uns. Guter Erfolg, ein wichtiger Erfolg in der Bundesliga. Mal wieder zu gewinnen. Und wir schlagen ein aus den Top 5 da oben mit Gladbach. Das ist auch ganz wichtig. Es sind 3 wichtige Punkte, die wir hier aus Gladbach entführt haben. Und dann sieht das so ein bisschen freundlich auf jeden Fall aus in der Tabelle. 17 Punkte, Platz 7. Nah, wieder nah dran. 3 Punkte dran an den Gladbachern, die auf Platz 4 sind. Ja, und Navas, der fügt sich gut ein. 11 Spiele, 5 Gegentore gerade mal nur. 11 gerade mal zugelassen. Also das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Unser Marktwert ist auch hochgegangen. 13 Millionen. Wir haben ihn für 2 oder so geholt. Keine Ahnung. Das Spiel gegen Augsburg nehmen wir noch mit in der Simulation. Gewinnen das 3:2. Kone wird eingewechselt, macht sofort ein Tor. Guendouzi, Okafor und Kone mit den Treffern. Kone mit dem Entscheidenden. Also die Wende dann doch noch geschafft. 2. Sieg in Folge. Auch das sehr wichtig. Und ja, in der Europa League ist eigentlich so gut wie alles durch. Also ja, wenn wir gegen Anderlecht verlieren, könnte es nochmal eng werden. Aber naja, weiß ich jetzt nicht. Wir gucken mal in die Bundesliga und da sieht man es ja. 4. Tabellenplatz im Moment. 20 Punkte, also es ist in Ordnung. 5-5-2, 8 Punkte weg von der Spitze. Aber auf jeden Fall in Ordnung. Wir gucken nochmal, was Pizarro möchte. Oh, der ist aber auch nur Rotationsspieler. Wir werden vielleicht mal ein bisschen rotieren gegen Anderlecht. Danach ist das Spiel dann direkt gegen die Hertha. Ja, gut, dann soll es das gewesen sein aus dieser Episode. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ein bisschen wieder Black Panther zu sehen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Episode und tschüss.